Mitten in der Wildnis gab es eine kleine Herde. Mit dabei Mistral, Sunny, Quidditch, Rubinesca, meist aber Ruby genannt, der Herdenanführer von der Pi mit seinem jungen Fohlen Storm. Die Suche nach Mistral. Kurzfilm. Ah, gut, dass du gekommen bist, Quidditch. Was gibt's? Es wäre schön, wenn du und Ruby ein bisschen Kräuter sammeln würdest. Ach ja, können wir machen, oder, Ruby? Klar, aber ich bin wieder die Erste. Wie oft denn noch? Dies soll kein Wettlauf sein, sondern in Ruhe sollt ihr mal Kräuter sammeln gehen. Ja. Oh, viel Erfolg euch zweien. Komm schon, Quidditch. Hast du nicht gerade noch gehört, was Wanda P. gesagt hat? Bist du etwa taub? Oh, Quidditch, sei leise. Nein, ich bin nicht taub. Hab ich heute noch irgendeine Aufgabe? Nein, eigentlich nicht. Okay, dann gehe ich mal so ein bisschen spazieren. Ja klar, mach das. Aber bleib am besten in der Nähe, du weißt ja. Natürlich, Herr. Du weißt doch, du kannst mich doch Wanda P. nennen. Tut mir leid, in meiner früheren Herde musste ich immer zum Herdenanführer Herr sagen. Ach, ist nicht schlimm. Papa! Dann gehe ich mal. Was gibt's, mein Söhnchen? Darf ich mitgehen? Also, ich meine, mit Rubinesca und Quidditch. Was? Du bist noch viel zu jung dafür. Ach, Menno. Hey, Storm, willst du ein bisschen rüberkommen spielen? Ja, Papa, darf ich? Bitte sag ja, bitte sag ja. Natürlich. Danke. Na komm, Storm. Dann werde ich mal wieder wachen. Eher gesagt, aufpassen. Wo gehe ich denn jetzt nur hin? Ich darf nicht so weit von der Herde weg. Ach, da hinten ist ein schönes Plätzchen. Was riecht denn hier so gut? Oh, das Gras riecht sehr lecker. Das ist es auch. Wow, was für eine tolle Blume. Die riecht ja gut. Aber schmecken tut sie gar nicht. Dann wollen wir mal weiter. Naja, zu weit entfernt bin ich ja noch nicht. Da hinten sehe ich ja noch ein paar. Ach, streiten sich Quidditch und Rubinesca schon wieder. Ach je. Hilfe! Oh, wer war das denn? Es kommt von da. Soll ich da wirklich reingehen? Hilfe! Ich glaube ja. Hallo? Ist da jemand? Komisch, ich habe doch irgendwas. Hilfe! Hilfe! So, das müsste erstmal genug sein. Hier habe ich auch noch was. Gute Arbeit. Jetzt könnt ihr wieder ein bisschen machen, was ihr wollt. Ey, komm, Quidditch, lass Wettrennen machen. Einverstanden. Aber mach dich auf was gefasst. Diesmal werde ich gewinnen. Puh, dass ich nicht lache. Ich muss mich schon hinschmeißen. Ach, Quidditch, du kannst davon noch nicht mal träumen. Du weißt ganz genau, ich bin die Siegerin. Und zwar für immer. Na komm, oder hast du doch Angst? Angst und ich? Angst kenne ich gar nicht mal. Na dann komm. Ach, die zwei und das Wettlaufen. Ach, irgendwann tut sich noch einer weh. Wo versteckt Storm sich nur? Ah, hab dich, Storm. Ach, Menno. Versteckst du dich jetzt, Sunny? Verstecken spielen tut mega viel Spaß machen. Ja, finde ich auch. Natürlich, ich kann mich jetzt verstecken. Oh, na warte. Ah, ich hol dich noch ein. Ah, Hilfe. Ha, ha, ha. Na, was sagst du jetzt? Revanche. Na gut. Aber diesmal nicht einen Wettlauf. Obwohl es auch irgendein Wettlauf ist. Wer als erstes da oben ist, hat gewonnen. Okay. Und los. Oh, beide gleichzeitig. Naja, ausnahmsweise mal. Quidditch, ich, weißt du, ich... Hilfe! Hast du das gehört? Ja klar, das war nicht zu überhören. Das kommt da von hinten. Aber da sieht es sehr gruselig aus. Schau mal. Was bedeutet das? Ach, das ist doch bestimmt nur der Wind. Es ist aber kein Wind.
Haha, guter Witz. Das war kein Witz, da war irgendwas. Ich konnte es noch nicht erkennen. Es wollte dich holen. Keine Ahnung. Autsch. Entschuldigung. Ist schon gut. Du wolltest mir ja nur helfen. Schau mal da hinten. Ist das nicht Mistral? Was? Mistral! Quidditch, komm da wieder raus. Quidditch! Aua, ich bin wie gefesselt. Quidditch! Was ist? Oh nein, komm, steh auf. Ich kann nicht, ich bin wie gefesselt. Ich weiß doch warum. Du wirst eingeschlossen vor den Halm. Ich muss dich da rausholen. Es geht nicht. Du musst mir jetzt mithelfen, okay? Aber ich kann nicht. Versuch es. Okay, 3, 2, 1. Quidditch, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber die Ranken. Quidditch. Was um alles in der Welt passiert nur hier? Die halten einen voll fest. So, jetzt lass uns schnell Mistral holen. Natürlich. Mistral? Er kann nicht sprechen. Warte. So haben wir erledigt. Schau mal, da ist ein übergroßes Schneckenhaus. Und da ist keine Schnecke mehr drin. Hat das irgendwas zu bedeuten? Das Schneckenhaus ist komplett leer. Keine Ahnung, ich versuche Mistral hier zu befreien. Alles okay? Hat's geklappt? Schnell, es fängt wieder an. Komm schnell. Ich bin total schwach. Gott, bist du verletzt? Ach, den kleinen Weg werde ich bestimmt noch schaffen. Ich werde es versuchen müssen. Komm schnell, Rubineska. Wir sind bald zu Hause. Komm schnell. Da seid ihr ja wieder. Ist etwas vorgefallen? Ja, und wie? Erzählt es mir. Mistral, Ruby und Quidditch erzählten. Diese Stelle war echt total komisch. Hört sich auch komisch an. Am besten gehen wir da nie wieder hin. Oder eher gesagt, ihr. Ja, das werden wir wohl nicht mehr. Aber wenigstens konnten wir Mistral retten. Ja, ich will nicht wissen, was aus mir dann wäre. Bleh. Vielleicht ein kleiner Schneckenmonster? Oh, hör auf. Oder ein fleischfressendes Pferd? Mistral, hör auf, jetzt so Horrorgeschichten zu erzählen. Außerdem ist Storm auch noch hier. Cool. Storm, cool ist das nicht. Hört auf zu streiten. Es ist doch noch alles gut gegangen. Also, irgendwie brummelt mein Magen schon. Na dann los, lass uns Abendessen. So gingen sie und fraßen das leckere Gras und die Kräuter, die Ruby und Quidditch gesammelt hatten. Das war's mit diesem Kurzfilm.